Ich habe dir sieben Outfits aufgenommen, sieben nachhaltige Outfits, und die möchte ich dir nach dem Intro zeigen. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich möchte dir in diesem Format zeigen, dass man Secondhand unwahrscheinlich coole Sachen findet für einen kleinen Preis. Und das ist eine recht nachhaltige Variante. Ich habe mal so eine Statistik gelesen, dass jedes Kleidungsstück auf der Welt gerade mal dreimal getragen wird. Das ist natürlich in meinem Fall nicht so, weil ich schon Secondhand-Kleidung trage, aber das ist schon krass, wie verschwenderisch wir sind. Deswegen bediene dich immer von den Sachen, die eben schon auf dem Markt sind. Und es ist unwahrscheinlich viel auf dem Markt. Es ist echt erschreckend. Ich habe hier mein kleines Zettelchen und wir fangen jetzt einfach mal mit Outfit Nummer 1 an. Und da trage ich meine Jeansjacke. Die ist nicht ideal, ne? Also da suche ich immer noch eine etwas größere. Meine Traumvorstellung ist eine Levi's-Jeansjacke in einer schönen Waschung. Habe ich noch keine gefunden. Ich hatte schon fast das Glück, eine zu kaufen. Aber wie es so ist, sie war dann halt einfach weg. Dazu trage ich meine grün-blaue Stoffhose. Die hatte ich mir letztes Jahr, glaube ich, gekauft, weil ich gedacht habe, ich könnte die im Sommer tragen, die hat so einen hohen Bund. Ist leider nicht der Fall. Dazu trage ich mein schwarzes, langes Glitzer-Oberteil von Gina Tricot. Das ist so ein Überbleibsel noch aus meiner Zeit davor. Ich mag das echt gerne. Dazu muss ich halt immer ein Basic-T-Shirt drunter tragen. Wie schon gesagt, das ist durchsichtig. Meine hellen Chelsea-Boots trage ich zu dem ganzen Outfit dazu. Es passt halt unwahrscheinlich gut. Und die Hose ist halt echt super bequem. Und vor allem, gerade wenn es kälter wird, weil sie eben so hoch ist, auch mega geschickt. In Outfit Nummer 2 trage ich meinen Trockenblumenpulli. Den habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft. Da habt ihr mir gesagt, das ist eine Kinderlinie von Esprit. Der hat 2XL. Da habe ich mir auch erst gedacht, oh, 2XL, das passt doch niemals. Aber den liebe ich, den Pulli. Zu dem Pulli trage ich wieder die grün-blaue Hose, die ja, bis zum Bauch hoch geht. Also die ist super geschickt und die trage ich in Kombination echt gerne. Zu der Geschichte trage ich jetzt meine grauen Stoffschuhe, die ebenfalls vom Flohmarkt sind, und meinen Mantel. Den liebe ich, den liebe ich wirklich. Ich habe echt lange nach einer einigermaßen gescheiten Jacke gesucht, weil ich halt einfach echt eine blöde Größe habe. Mein Oberkörper ist zu kurz, dann habe ich eine große Oberweite. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Jacken ich probiert habe. Ich bestelle das meiste immer über Joba und das ist halt auch nicht nachhaltig, wenn das ständig immer neu. Und dann bin ich auf den Mantel geraten und ich mag auch diese Applikation von diesen Stoff in der Mütze, das ist auch innen nochmal richtig schön und der ist tatsächlich wärmer wie die Jeansjacke und geschickt halt eben, wenn es ein bisschen regnet. Viel das nicht, aber wenn es so ein bisschen regnet, kann man den super gut anziehen und du bleibst halt tatsächlich trocken. Ich liebe das Teil und bin echt froh, dass ich den gefunden habe. Sprechen wir über Outfit Nummer 3. Da habe ich mein Cookie-Oberteil, das hätte ich mir nie so gekauft, das hätte ich mir auch gebraucht gekauft. Ja. Kokai ist jetzt nicht was, was ich mir ohne weiteres hätte gekauft. Ich war früher, als ich mich noch nicht für Secondhand interessiert habe, nicht so an großen Marken interessiert. Wäre mir zu teuer gewesen. Dazu trage ich, die hätte ich mir so auch nicht gekauft, eine Freemantle Porter Jeans. Habe ich vom Flohmarkt für 1 €. Ich glaube es immer noch nicht. Immer wenn ich die Hose anziehe, denke ich mir so, wow, das war echt totales Glück. Die Frau hat dann gesagt, als ich sie mir gekauft habe bei ihr, nehmen Sie sie mit, 1 €. Ist nicht viel kaputt gemacht. Dazu trage ich jetzt meine neu gekauften Athletics-Schuhe. Die habe ich jetzt auch schon mega lange und die haben sich jetzt echt schon bewiesen, muss man an der Stelle sagen. Und dazu trage ich eben wieder die Jeansjacke. Aber also, ich habe immer noch die Vorstellung von der Levi's Jeansjacke, richtige Waschung und so. Ich werde sie noch finden. Ich werde die noch finden. Outfit Nummer 4 trage ich meine Lieblingsbluse, diese schwarze mit den Punkten. Die ist leider schon ein bisschen kaputt. Ich wollte vor kurzem mir nochmal eine holen, weil die halt echt schon, die ich jetzt habe, Löcher hat, weil ich die
echt mega viel getragen habe. Die ist super. Gibt es immer mal wieder, muss man gucken, bei Jubab wird die immer mal wieder angeboten. Dazu wieder meine Fremantle Porter Jeans. Ich hätte mir die niemals gekauft, niemals, wenn die Hosen schon einigermaßen teuer sind. 1 Euro, wie gesagt. Dazu wieder meine Athletics-Schuhe. Die sind halt super, super, super bequem. Also das war echt ein toller Kauf und die würde ich mir auch wieder nachkaufen. Im Outfit Nummer 5 trage ich einen hellgrünen Pulli. Da weiß ich die Marke nicht. Habe ich auch vom Flohmarkt, da ist die Marke rausgeschnitten. Kann was von Esprit sein, aber kann auch genauso gut. Obwohl H&M von der Qualität her stimmt das nicht so. Aber den mag ich auch echt gerne. Dazu trage ich jetzt meine blaue Esprit-Hose. Die habe ich bei uns im Caritas-Laden gekauft, auch für 1,50. Sowas. Die passt nicht hundertprozentig, die ist ein bisschen zu groß. Dazu trage ich meine Pumas. Das hat da am besten funktioniert, eben wegen dem grünen Oberteil. Und mein grüner Mantel wieder mit Halstuch. Ne? Also jetzt ist die Zeit, wo man Halstücher braucht. Aber das stimme ich jetzt nicht so ab. Also ich habe 3 Halstücher und je nachdem, wie ich Lust habe, nehme ich mal das eine, mal das andere. Aber ich will schon immer was am Hals haben. Im Outfit Nummer 6 trage ich meinen schwarz-weiß gestreiften Pulli und den liebe ich. Den habe ich bei uns im Rotkreuzladen gekauft. Da ist auch keine Marke drin, aber der sitzt halt echt gut. Und der hat mich schon im letzten Jahr echt gut begleitet und hat mir gute Dienste bewiesen. Also den mag ich echt gerne. Dazu trage ich meine LTB Jeans, die leider schon wieder kaputt ist. Bei der Hose habe ich echt gedacht, die hält länger. Aber nee, als Jeans ist bei mir halt echt immer so eine Sache. Durch das, dass ich das Lipödem habe, ist bei mir oben die Hose relativ schnell kaputt. Ist halt nun mal so. Manche Stoffe sind da nicht so schlimm. Das war jetzt zufällig wieder ein Stoff, der ein bisschen schlimmer ist. Ich hoffe, ich finde noch mal so eine in dem Stil. Die mochte ich nämlich echt gerne. Und auch da trage ich wieder meine schwarzen Athletics. Das sind halt so meine Herbstschuhe. Die sind halt nicht wasserdicht. Aber wenn es einigermaßen trocken draußen ist, dann passen die wunderbar. Outfit Nummer 7. Da trage ich einen schwarzen langen Pulli, so ein Pullikleid, was ich auch im Rotkreuzladen gekauft habe. Da ist eine Marke drin, das ist H&M. Und da habe ich anfänglich ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt, weil das muss man mit der Hand waschen. Also, wenn man das nicht mit der Hand wäscht und in eine normale Wäsche schmeißt, dann flust der wie nix. Also der muss unbedingt in die Handwäsche. Und da ich eh immer Handwäsche habe, ist das jetzt nicht so das große Problem. Aber jemand, der halt kaum Handwäsche hat, kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen lästig ist. Dazu trage ich meine Tok Tok Leggings. Und da werde ich mir in dem Jahr nochmal 2 holen. Da gibt es gerade ein Angebot. Das ist eine andere Qualität. Ich bin mit der so zufrieden. Die hat so einen hohen Bund. Die sitzt perfekt. Die ist sowas von abartig bequem. Ich kann es einfach nur empfehlen. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu der beispielsweise von H&M. Die sitzt nicht richtig. Die ist halt okay. Die ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die von Tok Tok ist auch schön weich. Sehr geil. Und das ist eben eine nachhaltige Marke, falls du Tok Tok noch nicht kennst. Und dazu trage ich dann auch wieder meine schwarzen Athletics-Schuhe, klar, von oben bis unten schwarz. Da müssen dann auch schwarze Schuhe her. Der Zeitraum von den 7 Outfits sind wieder ungefähr so 2 Wochen. Und ja, es wird jetzt kälter, man merkt es auch an meinen Outfits. Und ja, also ich habe schon gemerkt, dass das, was ich jetzt im Kleiderschrank habe, das ziehe ich auch an tatsächlich. Also es gibt kein einziges Kleidungsstück mehr, was irgendwie da nur so hängt und von mir aufgehoben wird, was eine richtig tolle Sache ist. Also habe ich das inzwischen so gut hinbekommen, dass ich einfach meinen Geschmack auch getroffen habe und da auch so ein bisschen rumspielen kann. Kaufst du Secondhand? Erzähl mir das bitte unten in den Kommentaren. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten, gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.